Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Unboxing von Yom. Ich habe heute zwei Pakete erhalten, die ich heute mit euch auspacken werde. Bei diesem Paket glaube ich, dass ich weiß, was drinnen ist. Bei diesem bin ich mir nicht so sicher. Komisch eingepackt, gell? Ist das irgendwie, ja. Ich würde vorschlagen, wir machen dieses als erstes auf und dann werden wir sehen. So. Ja, es ist das, was ich mir gedacht habe, dass es ist. Es ist auch ein Weihnachtsgeschenk, aber jetzt habe ich dann alle Weihnachtsgeschenke. Als erstes mal das Schiffchen, wie immer Standard, mit Wachs. Ein paar so kleine Säckchen sind wieder dabei. Diesmal ist sogar ein Aufsatz dabei, das kommt auch nicht immer vor. Ja, die Steinchen, zu denen kommen wir später. Das Bild hat 50 x 40. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Ich zeige euch mal. Das, ob ihr das sehen könnt, weiß ich jetzt nicht. Es ist Hogwarts für Harry Potter Fans. Der Druck ist sehr schön groß, finde ich. Es wird auch noch einige Zeit eingepackt bleiben. Steinchen haben wir hier runde. Ein ziemlich dunkles Bild ist das wieder. Ja, hier seht ihr das Bild noch einmal. Hogwarts bei Nacht. Und hier so die kleinen Schiffchen, wo die Schüler, wenn sie ankommen in Hogwarts, zur Schule kommen mit den Schiffchen. Das ist ja, glaube ich, im ersten Teil und vielleicht im zweiten auch noch so. Also ja, das Motiv hat mir sehr gut gefallen für meine Tochter, die ja Harry Potter Fan ist. Ja, das packen wir wieder mal ein. Und jetzt kommen wir zu diesem Schätzchen. Mal schauen, wie ich das aufbekomme. Oh, oh. Ah.
Ja, wieder ein Toolkit mit einem Dreieraufsatz. Wachsblättchen, Schiffchen, Standard, so wie immer. Zu den Steinchen kommen wir später. Und jetzt bin ich gespannt, was es für ein Motiv ist, weil da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja, auch ein Weihnachtsgeschenk. Das Bild hat 50x40 für die Freundin meiner Tochter. Könnt ihr erkennen, was es ist? Ein Totenkopf mit Rosen. Das Motiv, wenn ihr das sehen könnt, weiß ich nicht. So sieht das aus. Ich finde es sehr schön. Ja, die Steine, wieder runde Steine. Also in letzter Zeit habe ich bei Jom die ganzen Bilder, was ich bestellt habe, waren alles runde Steinchen. Ist auch ein ziemlich dunkles Bild. Ja. Der Druck. Ja. Mit Lichtpad geht das. Ist halt ziemlich dunkel, aber mit Lichtpad geht das. Ist auch ein schöner, klarer Druck, nur halt dunkel. Ja, das wird auch noch warten müssen. Das sind jetzt Bilder für den Herbst, für Weihnachten. Ich arbeite ja zurzeit an einem neuen Projekt. Welches das ist, das werdet ihr im nächsten Video sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder ein kostenloses Abo würde mich auch sehr freuen. Ansonsten sehen wir uns, wenn ihr mögt, in meinem nächsten Video. Tschüss!